Ich bin auf einem Ninja-Wettkampf in Krefeld gewesen. Gestartet sind wir mit den Skills-Challenges. Man musste die 15 Übungen mit so wenig Versuchen wie möglich meistern. Ich habe natürlich direkt mit der Himmelsleiter angefangen. Ein paar Stufen nach oben springen, Seiten wechseln und danach an die Pipes an die Wand. Anschließend ging es zum Windspiel, wo man Hände und Füße am Hindernis nutzen konnte. Die Waterpipes waren schwieriger, als sie aussahen. Vor allem der Abgang am Ende. Man musste die ganze Zeit im Schwung bleiben, um gut weitergreifen zu können. Ich habe das allerdings ganz gut hinbekommen und konnte die Challenge im First Try schaffen. Beim Slider-Catch hatten einige Athleten Schwierigkeiten. Man musste dafür den Kamin hoch, den Slider runter und dann hier in die Pocket greifen. Der Name Run for Your Life war schon das Spannendste an dieser Aufgabe. Man musste da langlaufen, hier an die Stange springen und jetzt wurde es nochmal tricky, denn man musste diese Leiste festhalten. Bei der Hack the Tree Challenge bin ich fast wahnsinnig geworden. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich 10 Sekunden ohne Bodenberührung an der Rolle hier hängen konnte. Ringding war dann schon wieder mehr nach meinem Geschmack. Man musste mit den Ringen durch die Haken bis zum Ende durchhangeln. Am Ende wurde es dann nochmal tricky, denn den konnte man nur mit einem Sprung meistern. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es beim Wettkampf in Krefeld weiterging, dann abonniert gerne.